Bé, el motiu pel qual es fa doctor honoris causa el professor Luis María Haas és doble. D'una banda, la universitat agraeix a aquest professor tota una vida dedicada a l'estudi de les tradicions espirituals d'Occident i d'Orient, però molt especialment les tradicions espirituals d'Occident, la filosofia, la teologia i en el camp de les humanitats, i per tant tota una carrera dedicada a l'estudi. D'altra banda, una donació que es va fer ara fa 12 anys d'un gran fons bibliogràfic dedicat justament a totes aquestes especialitats a les quals ell s'ha ocupat, d'uns 40.000 volums i que està composat de llibres des del segle XVI i XVII fins als nostres dies. I això és molt important per nosaltres perquè doncs, és un fons per començar estudis d'alt nivell a la nostra universitat. Warum hast du geschenkt diese 40.000 Bücher zu der Universität von Fahrer? Das ist ein Grund. Und seine Frau, Victoria Sirlot, und diese beiden haben eigentlich im persönlich freundschaftlichen Gespräch haben wir diesen Entschluss gefasst. Ich bin glücklich, dass sie hier sind, weil sie weiter gebraucht und weiter benutzt werden können. Ich habe mich voll auf die intellektuelle Seite des Lebens geworfen. Diese Entscheidung ist kein Ergebnis längeren Nachdenkens oder tiefgründiger Reflexion. Nein, sie drückt die große Freiheit des Geistes aus und erfüllt ein ganzes Leben mit Sinn. Ich denke, dass in der Interpretation der Bedeutung des Wortes intellektuell das Geheimnis des Lebens des Mannes verborgen liegt, dem unsere Laudatio gilt. Es ist mir daher weit mehr als eine Ehre gewesen zu vernehmen, dass das Leitungsgremium der Universität Pompeu Fabra auf Vorschlag des Universitätsinstituts für Kultur mir den Titel eines Doctor Honoris Causa zu verleihen gedenkt. Ich nehme diese Ehre im Bewusstsein an und in der Gewissheit, dass das Leben, wenn immer in einer gewissen Gelassenheit gelebt, Geschenkcharakter bekommen und haben kann. In mehrfacher Hinsicht ist mir diese Ehrung, nach einer Genugtuung richtig gehandelt zu haben. Zunächst einmal sehe ich darin eine Anerkennung meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Geschichte der christlichen und auch außerchristlichen Mystik und meinen schüchternen Ausgriffen in die komparative Mystikforschung. Ich durfte am Strom des Wissens, der die Jahrhunderte durchzieht, in unvergleichlicher Weise partizipieren. Realsymbol dieses zur Weisheit hin gravitierenden Wissens ist und soll bleiben meine Bibliothek, die sich im unvergleichlichen, ja wunderbaren Gebäude befinden darf, das Josep Francere als Wasserschloss 1874 gebaut. Die Universität Pompeu Fabra ist damit wohl die letzte und schönste Krönung meiner wissenschaftlichen und menschlichen Bedürfnisse. Und dafür danke ich ganz herzlich allen Beteiligten. Aquest doctorat honora la rectitud amb la que el professor Haas ha servit la veritat i la justícia a través de la trajectòria de la seva vida acadèmica. Moltes gràcies, Dan Cashen.